Hallo und herzlich willkommen zum Video Beispielabfragen an die OAI-Schnittstelle der Staatsbibliothek zu Berlin. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Online-Coding-Tutorial in Form eines Jupyter-Notebooks verwenden und den Code an Ihre Fragestellungen anpassen können. Der Link zum Download befindet sich auf der STAPI-Lab-Seite und in der Videobeschreibung direkt unter diesem Video. Wenn Sie dem Link in der Videobeschreibung folgen, kommen Sie zu GitHub. GitHub ist eine Online-Plattform, auf der Code gehostet wird. In diesem Fall unser Jupyter Notebook. Wenn Sie auf das Notebook klicken, öffnet sich das Notebook in Ihrem Browser. Um es herunterzuladen, um es lokal weiterzuverwenden, gehen Sie bitte auf die drei Punkte und dann auf Download. Nun öffnen wir Jupyter Notebooks. Dazu gehen wir auf den Suchschlitz, geben eine Eingabeaufforderung und in dem sich öffnenden Fenster geben wir ein Jupyter, Leerzeichen Lab und drücken auf Enter. Nun öffnet sich Jupyter Lab in unserem Browser und wir navigieren zu unserem Jupyter Notebook, indem wir auf Downloads gehen und dann auf die OAI-Abfrage. Um die Arbeitsumgebung für die kommenden Schritte einzurichten, ist es zunächst erforderlich, dass wir die beiden Python-Bibliotheken SQL und E-Tree importieren. Dafür scrollen wir nach unten, klicken in die Codebox und auf den Run-Button. Nun wurden die beiden Bibliotheken erfolgreich importiert. Zuallererst fragen wir einmal alle Datensets ab, die die Staatsbibliothek zu Berlin zur Verfügung stellt. Dafür nutzen wir diesen Code, in dem die Basis-URL der OAI-Schnittstelle vorhanden ist. Sollten Sie eine andere OAI-Schnittstelle abfragen wollen, ändern Sie hier einfach die Basis-URL. In diesem und allen folgenden Codes wurden die ausgegebenen Antworten auf 10 beschränkt. Wenn Sie diese Beschränkung aufheben möchten, löschen Sie bitte diesen Teil des Codes und drücken erneut den Run-Button. Nun werden Ihnen alle Sets ausgegeben. Wenn Sie sich nun für ein Set entschieden haben und aus diesem Set alle Autoren und die dazugehörigen Titel ausgeben lassen wollen, nutzen Sie bitte den folgenden Code. In diesem Beispiel wurde das Set Illustrierte Liedflugschriften verwendet. Wollen wir nun jedoch die Titel und Autoren von zum Beispiel allen Hochschulschriften uns ausgeben lassen, ändern wir den Code bitte wie folgt. Wir scrollen nach unten, gehen zu Set, geben hier anstatt Illustrierte Liedflugschriften Hochschulschriften ein. Danach klicken wir wieder auf den Run-Button. Nun werden uns die ersten 10 Autoren und Titel der Hochschulschriften angegeben. Wollen wir uns nun zu den Titeln und Autoren auch die dazugehörigen Links zu den digitalen Objekten ausgeben lassen, nutzen wir den nachstehenden Code. Hier verändern wir das Beispiel wieder von Illustrierte Liedflugschriften zu Hochschulschriften. Und drücken auf den Run-Button. Nun werden uns zu den Titeln und Autoren auch noch die Links zu den digitalen Werken angegeben. Hier kommen wir zu den digitalisierten Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin. Wenn Sie nun die zuvor ausgewählten Daten für die weitere Verwendung herunterladen möchten, können Sie den Code weiter unten nutzen. In diesem Beispiel wurden alle Autoren, Herausgeber, das Jahr und der Ort der Veröffentlichung der illustrierten Liedflugschriften ausgewählt, um diese dann herunterzuladen. Sie können natürlich wieder das Set ändern. Aber für das folgende Beispiel möchten wir nun anstatt des Erscheinungsjahres die Rechte uns ausgeben lassen. Dafür ändern wir jetzt an folgenden Stellen Date oder Dates zu Right oder Rights. Und hier müssen Sie ändern DC Date to DC Rights. Und jetzt drücken wir wieder den Run-Button. Nun wird uns neben dem Erscheinungsort, dem Autor und dem Publisher auch die Rights angegeben. Wenn Sie diesen Dataframe als CSV-Datei speichern und lokal weiterverwenden möchten, nutzen Sie bitte diesen folgenden Code. Löschen Sie einfach das Hashtag
und führen den Code aus. Für weitere Inspirationen, wie Sie die Daten visuell aufbereiten können, steht Ihnen unter diesem Link hilfreiche Tutorials zur Verfügung.